Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Dead by Daylight. Wir sind heute wieder als Survivor unterwegs und ich weiß gar nicht, was wollen wir irgendwas mitnehmen? Wollen wir mal so ein Brand New Part mitnehmen? Haben wir nicht. Hätte ich auf dem Bill Genüge, aber auf dem Bill haben wir noch keinen Bond und auch noch keinen Empathy. Also ich level den gerade noch, der ist jetzt Prestige 3 auf 50 oder mittlerweile auf 80, glaube ich, oder so. Und ich level den immer weiter, bis es keine Perks mehr gibt. Beziehungsweise es halt keine Perks mehr, also keine Teachables mehr gibt, die wir schon dann freigeschalten haben. Na, wird schon irgendwie was. Und wenn dem der Fall ist, dann spielen wir natürlich den Bill. Ups, entschuldigt. Voll Rambo-mäßig ans Mikro gehauen. Dann spielen wir den Bill vorher natürlich nicht. Und sobald wir dann den Bill spielen, geben wir die Punkte aus für sämtliche Teachables, die uns noch fehlen. Also dann nehmen wir auch mal Quentin in Angriff etc. pp. Weil unsere Killer haben wir eigentlich soweit. Dass das Spaß macht, vor allem bin ich gerade ein bisschen am Grübeln. Könnt ihr auch nochmal euren Senf dazu geben, was ihr davon haltet, wenn ich sämtliche Killer vielleicht ab und zu so ein bisschen Abwechslung reinmache, aber eigentlich hauptsächlich Nurse-Videos aufnehme? Wäre das was? Oder ist es dann langweilig, wenn, schon wieder Nurse, dreimal die Woche Nurse, weiß ich nicht. Könnt ihr mir mal sagen? Auf jeden Fall spielen wir heute Survivor. Wir spielen kein Brand New Part, wie wir jetzt gesehen haben. Ich glaube, wir nehmen einfach mal so einen Campingkoffer mit. Und klatschen da 8 Charges drauf und Increased Speed. Ja, das können wir machen. Haben wir doch irgendwie was anderes da? Komm, wir machen, keine Ahnung, Thickens the Mist, was auch immer. Ist ja vollkommen wurscht. Wir springen dann mal ins Game und sehen uns gleich. Ich mache hier einen Cut wie immer. Und damit herzlich willkommen auf Mother's Dwelling im Red Forest. Ach, cool. Hi. Eine Nurse. Oha. Das wird spannend. Wenn sie es kann, würde ich sagen, sind wir generell alle des Todes. Okay. Dachte, sie hat sie gesehen. Das heißt, wir werden ganz viel Stealth heute spielen. Mal gucken. Also zumindest gegen sie. Also auf, wie sie sich gerade blinkt. Wollte ich gerade sagen, es klingt so, als würde jemand sie ganz gut schucken. Vielleicht hat es nicht ganz so raus. Mal schauen. Er ist auf jeden Fall dahinter. So, dann haben wir den Generator hier fertig, würde ich sagen. Und verduften uns. Obwohl ich gerne ein bisschen zuschauen würde, oder? Also ich weiß auch nicht. Das klingt so verrückt. Keine Ahnung. Schon so oft geblinkt und schon so oft gedodged. Das ist entweder der krasseste Survivor überhaupt oder die schlechteste Nurse, die wir jemals gesehen haben. Oh no. Wir werden es gleich am eigenen Leibe erfahren, vermute ich. Ah, da hinten läuft es rum. Und hier haben wir eigentlich eine ganz gute Aussicht. Und wir spielen jetzt mal ein bisschen konservativer, wie gesagt, hauptsächlich Stealth. Also, wir werden jetzt nicht unbedingt auf die Greater Skill Checks gehen. Bringt uns klar mehr Punkte. Aber solange sie uns nicht findet, bringt uns das Reparieren auch mehr Punkte. Ne? Also, jetzt bringt uns das auch Punkte. Okay, sie ist da hinten unterwegs. Er haut ab, das ist super. Oh oh, und da geht's los. Nun gut, mal schauen. 22, 23, 24, 25. Jetzt sollte Barbecue und Chili vorbei sein. Oh, und sie weiß, dass wir da sind. Das mit Barbecue und Chili jetzt nicht so prall hingehauen mit dem Dodge. So. Ernsthaft? Was war das denn bitte? Ja, das war seltsam. Oh no! Oh nice. Zum Glück konnten wir uns da durchbacken.
Okay, also sie denkt gut, rechnet aber nicht damit, dass jemand halt einfach Bullshit macht. Jetzt nehmen wir mal Lethe und hauen ab. Ich dachte nicht, dass der zweite Blink so weit kommt. Werden sie an den Paletten weiter chupen sollen, glaube ich. Ah, Mist. Also sie hat gut gedacht. Ich habe sie aber halt, ja, ich weiß nicht, schon fast billig gechupt. Damit hat sie wohl nicht gerechnet. Oh ja, oh nice von euch. Das könnte hinhauen. Oh, Leute. Ein kleinen noch, ein bisschen noch. Das wäre der Hit gewesen. Oha. So, wir gucken jetzt mal, dass wir dann gleich die Lori healen. Ist auf jeden Fall ein netter Rescue. Da konnte sie auch nicht viel gegen machen. Außer wenn sie ihren Hitter richtig setzt, dann hat sie uns instant wieder. Alles andere hat sie keine Chance gehabt quasi. So. Hier haben sie geheilt. Wunderbar. Der Generator ist hier auch schon angefangen. Das heißt, wir würden den gleich weitermachen, würde ich sagen. Also hier mal der bescheidenste Generator, den man hier so machen kann. Das ist ganz geil, wenn der am Anfang direkt weg ist. Obwohl es ja jetzt schon lange nicht mehr der Anfang ist, aber immerhin. So, der wird fertig. Mein Angefangener war irgendwo auf dem Berg. Ich habe die Orientierung verloren. Ich glaube da hinten. Mal schauen. Ich muss jetzt, um ehrlich zu sein, warum habe ich das am Anfang überhaupt gesagt? Hauptsächlich Stealth spielen. Ich habe tatsächlich von der Rang 1 Nurse ein bisschen mehr erwartet. Also schauen wir mal auf den Rang dann, was der so spricht, aber... Ja, also... Ich weiß ja nicht, ne? Ne, hier hinten war er dann nicht. Aber hier müsste eigentlich irgendwo sein. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Klar, du spielst ja die Map auch 5-mal am Tag. Nein, aber also... Ah ja, genau. Ich wollte es gerade sagen. Hat sie nicht? Okay. Dachte, sie hat vielleicht Overcharge. Jetzt triggert der Adobe. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich denke, wir kriegen unseren Chen ganz gut durch. Einzige, was er hat... Wir haben jetzt natürlich hier auch zwei Generatoren. Und wahrscheinlich sind es... Ich weiß gar nicht, ob es noch einen gibt. Also sie wird wahrscheinlich nur dieses kleine Feld hier abcampen müssen, damit wir die Chance nicht durchkriegen. Das ist ziemlich uncool und sie weiß auch schon, dass hier oben jemand ist. Ich vermute mal, sie damaged den jetzt. Und ich suche nochmal ganz kurz, ob es vielleicht nochmal einen abgelegenen Chen gibt. Ich befürchte aber, es gibt keinen mehr. Ist hier im Haus einer? Ja, okay. Okay, der ist ein bisschen abgelegen, ne? Okay, sie kommt aber hierher. Kommt sie nicht? Also wenn wir jetzt drei fast durchziehen, dann hat sie es halt noch schwieriger. Aber sie hat jetzt quasi auch so eine Linie hier, die sie sehr, sehr gut deffen kann. Da haben wir die Chance echt gut gepickt. Gut, als Survivor sieht man das natürlich nicht so leicht. Aber das war ja schwierig, deswegen habe ich mich hierher verkrümelt, dass sie die anderen zwei vielleicht abkämmt und sich denkt, ach, den hier macht bestimmt keiner. Na, fuck off. Sie schlägt zu schnell. Ach, Mist. Das hat leider nicht so gut geklappt, wie ich wollte. Jetzt haben wir ein Problem. Ich bin gegen den Baum gerannt und sie hat Nöd. Okay, ich bin tot. Aber allgemein war das ein gutes Match. Also, muss man sagen. Hat Spaß gemacht. Und der 360 gerade war ja voll von Arsch. Der ist einfach nur im Baum gelandet. Da habe ich nicht nachgedacht. Vor lauter Timing vielleicht richtig setzen. Oh, das ist, glaube ich, nicht gut, was du da machst. Hm.
Nee, das ist nicht gut. Sie sieht uns jetzt. Sie ist nochmal gestunt. Oh, du hättest weitermachen müssen. Hm, dann hättest du es geschafft, sowas jetzt ein... Ja, okay, nee, rette deinen eigenen Arsch, du hast vollkommen recht. Das war jetzt ein bisschen bescheuert von mir. Ich würde gerne eine Palette, haben wir nicht, okay. Dann sollte ich jetzt rot sein im Normalfall. Freiwilligen kann ich mich nicht, jetzt kann auch keiner blocken, wegen Nöt. Ja. Außer sie hat das Barbecue und Chili und haut nochmal hart ab. Aber vermutlich kämpft sie hier, weil der Ausgang ist auch offen. Er wäre bescheuert, jetzt zu gehen. Holy shit. Okay. Nice. Sind wir echt doch rausgekommen, das war super. Ja, es war tatsächlich eine Rang 1 NOS. Interessant, dass sie mit Nö spielt und mit Bitter Murmur, okay. Ich meine, klar, macht mit Nö Sinn, aber... Hm. Wir gucken uns nochmal rein, was die anderen machen, ne? Ob die auch rauskommen? Ich hoffe mal. Oh, oh. Sie kommt raus. Sie auch, okay. Oh, sie verarscht sie noch. Ist Nö abgebaut worden? Okay, interessant. Okay. Ja, da sind sie alle raus. Das war doch ein geiles Spiel, hat Spaß gemacht. Die Nerds hat da ihre Blinks nicht gut gesetzt. Und ist jetzt auch auf Rang 2 und direkt geliefert. Schade. So, gut. Ich mache hier einen Cut und wir sehen uns auf der nächsten Map. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen im Groaning Storehouse The McMillan Estate. So, ich bin gespannt, gegen wen wir jetzt spielen und wo wir den ersten Generator finden. Der finden vor allem, der müsste hier sein. Ja. Wunderbar. Und hier ist ein Totem, da können wir gleich mal... Oh, okay. Können wir gleich mal gucken. Kai, Thrill of the Hunt, interessant. Sie hat uns gesehen. Netter Fake, hat sie gut gemacht. So. Das wird jetzt aber alles in allem nicht sehr leicht. Sie hat doch schon was war denn das? Sie hat doch schon geschlagen gehabt. Habt ihr das auch gesehen? Und dann kam der zweite Blink noch so kurz dahinter. What the fuck? Das sah verrückt aus. Aber gut. Also ich habe mit dem Hit einfach nicht gerechnet. Deswegen habe ich mich nochmal umgedreht. Sonst wäre ich, wenn ich direkt straight zur Palette gerannt wäre, hätte ich es dann noch geschafft? Ich weiß gar nicht. Sie holt mich jetzt. Ich hoffe, sie hat Borrow Time. Hat sie nicht. Was sollte das dann? Will sie mich umbringen? Hat sie keinen Bock auf mich, oder? Oder ist er einfach nur sau schlecht? Den Dwilly merken wir uns auf jeden Fall mal. Der Name, ja, den, wenn ich nochmal sehe. Den hole ich nicht. Oder ich block ihn zu Tode. Dankeschön. Okay, also das scheint auf jeden Fall keine Probleme damit zu haben, ihre Blink zu setzen. Nicht so wie die letzte. Dann schauen wir mal. Ich befürchte ja fast, das wird ein schnelles Ende. Ach, sehr Barbecue und Chili und kommt jetzt hierher. Was macht denn dieser Dwilly? Der ist nicht ganz sauber, oder? Hab ich nie gesagt. 21, sie kommt hierher wegen Totem. Also den hole ich sicher nicht.
die Blinks habe ich jetzt nicht durchschauen können, um ehrlich zu sein. Full charged. Das haut so nicht hin, mein Freund. Kurzer Blink reicht. Ja, den Hit kriegst du. Ah, er hat sich geschafft, um 90 Grad nach links zu drehen. Mist! Ich dachte, ich kriege ihn so. Aber ist eine gute Nurse, also da kann man nichts sagen. Lässt sich quasi nicht tucken. Vor allem nicht mit so billigen Palettentricks, wie ich sie gerade abziehen wollte. Aber ich... Also in dieser Situation konnte ich gerade auch nichts anderes machen. Ich konnte nur hoffen, dass es funktioniert. Mehr ging nicht. Gut, es war ein schnelles Game. Willy hat uns gekillt. Ich hoffe, er stimmt auch einen klaren... Was weiß ich, also in-game natürlich. Aber ja, das war so kurz, dass ich sage, ich hänge noch eins dran. Ja. Wir sehen uns gleich. Ich mache hier einen Cut. Und damit herzlich willkommen auf The Pale Rose im Backwater Swamp. Das war die neue, oder? Oder war das die Scheißmap? Das ist die Scheißmap. Ist das Freddy? Ja, oder? Man hört so ganz leise. Aber es ist Freddy. Ich frage mich nur, wo ist er, dass der Lullaby die ganze Zeit anbleibt. Oh. Er hat den anderen gefunden. Ha! Gut, also die Map. Wir haben Ruhen, dann schauen wir mal. Das Spiel kann beginnen. Oder auch nicht. Wir schauen mal. Gut. Also generell jetzt keine Map eigentlich, die ich spielen möchte. Sie ist zwar sehr Survivor-lastig, aber ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie man das hier vernünftig spielt. Man kommt auch gar nicht. Hat jemand anderen noch reingesaugt? So, jetzt müssen wir uns aber auf die Skillchecks konzentrieren und nicht auf den Freddy. Und nicht so ein Bullshit machen, wie wir es hier gerade machen, Alter. Steht schon 0-4? Ich zähle lieber gar nicht mit, ey. Da, fuck. Nix gut. Ist gerade nicht so im Fokus, das Ganze. Wird andere geheilt? Ich hoffe doch mal. Ich check's nicht, was da abgeht. Ich krieg's gerade. Okay. Keine Ahnung, was gerade los ist. Ich krieg's gerade nicht gebacken. Das ist mehr als miserabel, was ich hier gerade zeige. Der andere wird geholt. Dann hieben wir den, der jetzt schon länger hier liegt. Vielleicht sind wir jetzt gerade besser im Verfolgen lassen als im Generatoren machen. Alter, was war das denn, ey? Sechs gefailte Skillchecks. Also die Good zähle ich auch mal. Die Good Skillchecks zähle ich auch als gefailt dazu. Also what the fuck. Das geht so nicht. Oh, nice. Somit hat sich das Ganze auch gegessen. Ist noch da, okay. Ich habe ihn wo ganz woanders gehört. Ist ja interessant. So. Wow, fuck, das zu! Alter, diese Map! What the fuck, wo muss ich hin?
Nix gut. Gar nichts gut. Das läuft gerade sehr, sehr bescheiden. Wir wecken uns mal auf. Ah, Ruin ist sogar noch da, siehst du? Da können wir es jetzt nochmal probieren. Aber das war ja gerade. Das war ja gerade sehr, sehr. Das gibt's doch nicht! Ich fail gerade jeden Skillcheck! Ich bin gerade echt nicht auf der Höhe. Was ist denn hier los, ey? Wahnsinn! Na also. Das ist nicht schwer. Ich bin gespannt, ob die nächste jetzt wieder daneben gehen. Also ich denke mal fast. Das ist die Frage. Die anderen waren auch schon sehr altruistisch unterwegs. Das heißt, ich ziehe jetzt mal einen Generator durch, weil ich bin mir sicher, der wird gleich gepflückt. Bis wir da sind, ist der schon vom Haken weg. Da würde mich sehr wundern, wenn es anders laufen würde. So. Aber Skillchecks sind gerade wichtiger. Oh, okay. Ein Ruhensucher, oder wie? Ja, der andere wurde geholt, perfekt. Schon wieder gefailt. Schon besser. Schon wieder gefailt. Huiuiuiui. Wenn man so spielt, ist es natürlich besser, das Totem zu suchen. Weil, ja. Dann dauert das mit so einem Generator echt ewig. Ah, das war jetzt schon extrem. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, wo er jetzt ist. Ah, okay. Ich glaube, wurde tatsächlich die Ortung vom Sound geändert? Ich glaube schon, oder? Also sonst konnte man immer hören, wo er ist. Das kann ich jetzt nicht mehr. Hätte ich nicht gedacht, dass er den Hit noch reinkriegt. Also ich weiß gerade auch nicht, wie er das gemacht hat. So, ich hätte gerne einen Skillcheck. Ich bekomme aber keinen. Das ist madig. Das ist sehr, sehr madig. Jetzt gucken wir mal. Wir hätten da hinten das Boot, was wir ausnutzen können. Da sind aber welche drauf. Das ist nicht so geil. Wir schauen einfach mal. Wir können auf jeden Fall durchs Fenster. Nein. Okay. Ich dachte nicht, dass er das callt, dass er das readen, meine ich, nicht callt. Und der 360 war zu spät. Ich dachte nicht, dass er so schnell noch mit dran ist. Es war der schlechteste Chase meines Lebens, glaube ich. Aber wie gesagt, die Map, ne. Nix gut. Ich habe das Riesenproblem, dass ich hier nie weiß, ich habe hier nie einen Plan. Ich weiß nicht, wie man die Map spielt. Weil das Problem ist einfach, ich finde hier immer nichts. Also da ist mir die Anstalt sogar noch lieber als diese Map hier, weil man, ja, ich sehe halt nichts. Ne? Der Killer sieht genauso wenig, aber ich sehe halt genauso nichts. Und das ist halt einfach ätzend. Und wir werden jetzt abgekämpft. Das heißt, wenn wir geholt werden, müssen wir hier nochmal ordentlich abgehen. Also der Hit war lächerlich. What the fuck? Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Aber das war echt lächerlich. Also ich werde es jetzt im Replay nochmal sehen, ob es wirklich so lächerlich war, aber
Der hätte mich niemals hitten dürfen. Aber gut. Vielleicht sieht man, ist es auch ganz anders gewesen, als ich mir das jetzt hier gerade eingebildet habe. Und ich sehe das dann beim Schneiden. Und muss mich wieder korrigieren, wie so oft. So, warte mal, nee. Lass den hier mal, der kommt nämlich direkt. Ich möchte mir eine Position suchen, wo ich das Ganze gewinnen kann. Oder gleich einen Ausgang. Sollen wir einen Ausgang direkt aufmachen? Ist das ein guter Call? Komm, wir machen direkt einen Ausgang auf. Das ändert gerade ein bisschen so alles. Wenn er jetzt hierher kommt, sind wir natürlich am... Okay, wir sind sowieso am Arsch. Wo liegt wer? Okay, wir sind nicht am Arsch. Interessant. Aber Remember Me ist übel, Alter. Seht ihr das gerade, wie lange das dauert, das Scheiß-Tor aufzumachen? Also war der richtige Call, dass wir direkt zum Ausgang rushen, weil das dauert ja echt Ewigkeiten. Also No One Escapes Death, falls ihr gerade euch über mein... wundert. Baby, tatsächlich, das No One Escapes Death Totem ist direkt geklärt worden. Also das sollte weg sein, außer er hat wirklich noch mehr Totems gespielt. Ich glaube aber nicht. Dann schauen wir, dass wir unseren Self-Care durchkriegen. Jetzt gehen die Creator Skill Tracks natürlich, ne? Ist klar. Ja, das wäre echt peinlich. Ich mache auf jeden Fall hier auch einen Timer rein, dass man auch mal sieht, wie scheiße es gerade läuft. Alter. Das ist ja peinlich. Ohne Mist, das kann ich ja gar nicht hochladen. Natürlich lade ich das hoch. Es wäre schäbig, wenn ich das nicht tun würde. So, wo ist Mor? Mor war super drauf. Folgen Sie mir. Ich sehe halt leider nichts. Ah, da ist er. Okay, wunderbar, wir kommen alle raus. Mir setzt auch kein Hit mehr. Perfekt! Das lief doch wieder... Naja, eigentlich genauso scheiße wie das Nurse Game, nur dass wir rausgekommen sind. Das war der einzige Unterschied. Gespielt haben wir sehr, sehr schlecht. Also den Pip haben wir für Deskmatch in meinen Augen nicht verdient. Aber ja, so ist das Spiel nun mal. Ja. So, in diesem Sinne, jetzt haben wir aber auf jeden Fall genug für unsere Folge. Es waren wieder alle Rang 1, bis auf ihr hier. Moro war nicht Rang 1, interessant. Gut, aber das ist, tut ja auch nicht zur Sache. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Dass wir uns beim nächsten Mal sehen. In diesem Sinne, haut rein, habt viel Spaß und ciao.